Gestern hat die Regierung noch von einer Stabilisierung der Infektionszahlen gesprochen, aber heute schaut alles schon wieder ganz anders aus. Heute sind wir nah dran am Rekordwert, Susanne. Die Zahlen, die sind nach oben geschnellt seit gestern auf über 1000 Neuinfektionen. Ganz konkret sind es 1058 und damit liegen wir nunmehr ganz knapp unter dem bisherigen Höchstwert. Und den hatten wir mitten im Lockdown während der ersten Welle am 27. März mit 1065 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Viel fehlt also nicht mehr. Und auch der 7-Tage-Schnitt, der steigt wieder nach oben, liegt wieder bei über 700, genau bei 745. Und schauen wir auf die Bundesländer. Da ist es wiederum Wien, das deutlich die meisten, nämlich fast die Hälfte der Neuinfektionen vermeldet. 474 sind es, dann mit deutlichem Abstand folgt Niederösterreich. Und wer jetzt glaubt, wir liegen bei über 1000 Neuinfektionen, weil zuletzt so viel getestet worden ist, der irrt. Die Zahl der Testungen war durchschnittlich, bestätigt der Gesundheitsminister. So einfach ist es also leider nicht. Man steckt sich derzeit besonders häufig im Umfeld von Bekannten an. Laut Analyse des Gesundheitsministeriums gäbe es viele sogenannte Kategorie 1 Infizierte. Das sind enge Kontaktpersonen anderer positiv Getesteter. Neue Maßnahmen brauche es in den nächsten ein, zwei Wochen aber nicht. Jetzt muss man natürlich abwarten. Ist das ein einmaliger Ausreißer nach oben oder ist das tatsächlich ein Trend, dass die Zahlen insgesamt wieder steigen? Das müssen wir abwarten. Ein Tag sagt da noch nicht allzu viel. Aber doch, diese Zahlen erfüllen mich mit Sorge. Der Simulationsexperte, der in seine Modelle etwa den Bewegungsradius und die Häufigkeit von Kontakten der Bevölkerung in die Prognosen mit hineinnimmt, ist optimistisch. Wenn wir eben diese Kontaktreduktion, die wir sehen, weiter aufrechterhalten und wenn das Tracing so besser wird, wie wir es vermuten, dann haben wir jetzt eine stabile Situation. Dafür braucht es bundesweit die neuen Schnelltestmethoden, so die SPÖ. Weil es wichtig ist, dass wir Infektionen rascher diagnostizieren und Infektionsketten auch rascher durchbrechen. Und ich erwarte mir da von der Bundesregierung, dass sie die Bundesländer nicht allein lässt. Die hohe Zahl an positiven Tests sei keineswegs besorgniserregend, meint die FPÖ. Entscheidend ist und bleibt die Anzahl der Menschen, die in Krankenhäusern behandelt werden. Diese ist trotz der ansteigenden Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Menschen auf niedrigem Niveau stabil. Die Neos bemängeln das Krisenmanagement der Regierung, weil genau das, was getan werden muss, nämlich rasch testen, rasch herausfinden, wer ist positiv, rasch Contact Tracing machen und die Leute dann isolieren, nicht funktioniert. Der Gesundheitsminister ruft dazu auf, die Stopp-Corona-App zu installieren. Mit steigenden Infektionszahlen würden nun auch mehr Warnungen durchgeführt. Es ist nicht ganz klar, ob diese 1058 Fälle heute ein Ausreißer sind oder der Beginn einer neuen massiven Steigerung. Günther Mayer, unser Wissenschaftschef, ist an diesem Wochenende in Linz, hat aber trotzdem dankenswerterweise Zeit. Infektionsherde hineingetestet hat. Man hat also das Visier schon deutlich besser eingestellt. Wir sehen auch, dass die Reproduktionszahl, jene Zahl, wie viele werden von einem Fall neu angesteckt, noch immer sehr weit unten ist, ungefähr bei 1 oder etwas drüber. Dennoch, es bleiben Fragen. Hat man die Fälle früh genug gefunden oder hat man Fälle übersehen, die dann zu diesen Fällen geführt haben? Und es zeichnet sich schon ab, dass einige Regionen mit diesem berühmten Contact Tracing, mit dem Zurückverfolgen der Fälle, absolut zu langsam sind. Man muss den Schneeball finden und nicht die Lawine. Als wir im März über 1000 Fälle hatten, da waren manche fast in Panik, wenn wir uns erinnern. Jetzt gibt es Sorge, aber das Leben geht schon weiter. Haben wir uns einfach an Corona gewöhnt? Wir haben uns sicher zu guten Teilen an dieses Virus zwangsläufig gewöhnen müssen. Und das Problem ist aber, dass in diesem Sommer jetzt viele geglaubt haben, die Zahlen sind unten und jetzt ist alles vorbei. Und da haben viele immer wieder davor gewarnt. Und man muss dazu sagen, auch die Bundesländer haben zum Teil in den Sommermonaten, wenn man so will, ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Und hier wurde einiges nicht vorangetrieben, was man vorantreiben hätte können. Und da ist es dann wie im Fußball. Einen Gegner unterschätzen, seine Chancen nicht nützen, bedeutet, dass man schlussendlich die Tore, die man schießen sollte, selbst bekommt. Blicken wir noch ganz kurz nach Amerika. Der US-Präsident Trump ist ja positiv und da bekommt er offenbar im Krankenhaus jetzt einen Antikörpermix. Was ist denn das? Was steckt da dahinter? Gut, Donald Trump hat schon viele Therapien vorgeschlagen. Wir erinnern uns, Desinfektionsmittel zum Gurgeln, dann ein Malaria-Medikament, das nichts bewirkt hat, jetzt eine Stammzellentherapie, die bei weitem nicht etabliert ist. Man kann dem Präsidenten wohl nur gute Genesung wünschen und seinen Ärzten starke Nerven bei einem Patienten, der wesentlich unberechenbarer ist als das Virus selbst. Pointiert wie immer, danke Günther Mayer für diese Analyse live bei uns. Ja, Trump.